Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Tipps aus der Astromedizin mit meiner lieben Kollegin Petra Dörfert, Heilpraktikerin und Astromedizin-Expertin. Herzlich willkommen, liebe Petra. Hallo, hallo Antonia, ich freue mich wieder bei dir zu sein. Ja, Petra, unser letzter Talk ist gut angekommen und wir haben auch viele Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sich ein Update wünschen. Das freut uns sehr und das machen wir heute gerne. Und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist nämlich Neumond. Der Neumond steht im Widder und wir wollen als erstes mal uns das Horoskop vom Mond anschauen, vom Neumond. Und dann wollen wir heute über Mondthemen sprechen, wie wir unsere Mondkräfte stärken können und gehen dann so ein bisschen durch die einzelnen Mondzeichen. Und dazu habe ich für euch noch einen Tipp, meine lieben Zuschauer und Zuhörer. Und zwar habe ich ein kostenloses Astro-Profil auf meiner Homepage und da könnt ihr euer Mondzeichen berechnen. Wenn ihr das nicht wisst, wo euer Mond steht im Horoskop, könnt ihr da gucken und eure Daten eingeben und dann bekommt ihr einen kurzen Überblick, in welchen Zeichen eure Sonne und euer Mond und euer Aszendent stehen. Und den Link dazu verlinke ich auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. So, Petra, jetzt können wir loslegen. Jetzt zeige ich erstmal unseren Zuschauern. Die Zuhörer sehen das natürlich jetzt nicht, aber wir schauen uns jetzt das Horoskop des Neumonds mal an. So, und jetzt, Moment, so. Jetzt sehen wir also den Neumond, der steht im Widder und hat hier auch noch eine Verbindung zu Heilerplanet Chiron und Lilith. Ich habe dazu auch schon ein Video gemacht, das heißt Durchbruch zur Heilung. Da habe ich mir die Konstellation schon mal angeguckt. Aber natürlich bin ich jetzt sehr neugierig, Petra, wie du das siehst. Ja, ich finde es jetzt sehr spannend. Also gerade jetzt die Konstellation von ja, Sonntag bis heute im Rahmen der aktuellen Krise. Der Saturn ist ja am Sonntag in Wassermann gegangen und das ist für mich so ein echter Lichtblick. Weil Saturn in Wassermann, da erhoffe ich mir einfach, dass der Blick auf neue Ideen frei wird oder dass neue Ideen, die es vielleicht schon länger gegeben hat, jetzt auch materialisiert und umgesetzt werden können. Und das ist für uns eigentlich jetzt alles, allen Aufruf, also vor dem Hintergrund dieser Krise, neue Wege zu gehen und vielleicht Dinge auch neu zu bewerten, neue Perspektiven zu gewinnen. Und an einem Neumondtag ist das natürlich ganz besonders gut, das umzusetzen. Vor allen Dingen, wenn der jetzt mit Lilith und Chiron so im Zeichen der Heilung steht. Das ist ja was ganz Besonderes, dass der Frühlingsneumond eben wirklich mit diesen beiden Heilerplaneten verbunden ist. Das hat für mich schon eine tiefere Bedeutung für uns alle. Und es ist jetzt eben ganz wichtig, dass jeder Einzelne so nachdenkt, was kann er neu in seinem Leben machen. Und ich sehe da auch, wenn ich so im Internet mich umschaue, auch ganz viele interessante Sachen. Also wirklich auch Artikel, wo Leute sagen, ich gewinne jetzt ganz neue Perspektiven oder ganz viele Kollegen gehen gerade online, die das vorher nicht gemacht haben. Oder auch Psychotherapeuten zum Beispiel beraten jetzt teilweise online, dass sozusagen ihre Patienten nicht irgendwie isoliert zu Hause sitzen müssen, sondern weiterhin den Kontakt halten können. Und ich finde das sehr interessant. Natürlich soll das Virtuelle jetzt nicht unsere zwischenmenschlichen Kontakte hier irgendwie für alle Zeiten ersetzen, aber ich habe so den Eindruck, dass sich hier einfach nochmal neue Möglichkeiten zeigen und dass das dann auch fruchtbar ist in der Zeit, wenn sich alles wieder normalisiert, dass wir diese Neuerungen aber beibehalten und in unser Leben integrieren. Da bin ich ganz bei dir, Petra. Ich bin auch sehr richtig bewegt davon, zu sehen, wie die Menschen sich jetzt an diese Situation anpassen und wie ihnen da wirklich unglaubliche, tolle und zum Teil auch witzige neue Sachen einfallen, wie sie neue Wege gehen können. Und eben auch diejenigen, die jetzt Ängste haben, da vielleicht einfach sich auch trauen können und sollten, neue Wege zu beschreiten. Eben Stichwort jetzt auch psychisch Kranke, haben wir ja beide auch mitbekommen, dass viele gefragt werden oder viele ihre Ärzte fragen oder jetzt du auch gefragt wirst, was mache ich denn jetzt? Und dass jetzt eben die allgemeine Neurichtung auch ist, zu sagen, komm,
versuch es einfach. Du kannst mit deinem Therapeuten auch telefonieren. Das ist zum Beispiel was, was für mich schon lange selbstverständlich ist. Also selbst wenn ich irgendwie ein Zipperlein habe, und dann rufe ich meine Hausärztin meistens erstmal an. Und oft können wir ganz viel schon im Gespräch klären. Ja. Und man stellt eben fest, dass man wirklich vieles im Gespräch doch auch klären kann. Und das wäre auch mein Rat an alle, die jetzt vielleicht Angst haben, sich alleingelassen fühlen. Greift zum Telefon, greift zum WhatsApp, verbindet euch online mit euren Therapeuten. Es kann euch meistens geholfen werden. Ja, also das ist, also viele Leute, die vielleicht da jetzt auch Berührungsängste hatten bisher, die werden jetzt fast schon ein bisschen gedrängt, diese Wege zu gehen. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, weil einfach das Internet bietet einfach auch für jeden eine ganze Menge Möglichkeiten, und die dürfen wir auch nutzen. So. Ja, also, das sehe ich auch so. Ja. Und ich, für mich persönlich jetzt als Astrologin ist auch sehr interessant. Ich habe jetzt auch nochmal eine neue Sicht auf Chiron gewonnen. Also ich sage ja, ich habe mich mit mir selbst geeinigt, das Deutsch Chiron, aber Chiron, ne, das ist also die unterschiedliche Aussprechweise. Ich hatte ja immer so irgendwie das Vorurteil, Chiron, das sind die alternativen Heiler. Aber das stimmt gar nicht. Chiron steht sehr wohl auch für Ärzte, Krankenschwestern, also überhaupt für alle Heiler, also alle, die sich irgendwie bemühen, zur Heilung beizutragen. Ja. Ich finde sehr interessant, wie jetzt der Chiron wirklich auch ein neues, die ganzen, Widder habe ich ja eh schon mitgerechnet, ne, neuer Impuls, wie alle Heiler, nicht nur zum Beispiel Leute wie du oder alternative Heiler, sondern eben wirklich auch Mediziner jetzt auf einmal im Rampenlicht stehen, weil alle nach Aufklärung suchen. Das finde ich unglaublich interessant, wie das Schlaglicht des gesamten Interesses der Gesellschaft auf einmal eben auf unsere Gesundheit gerichtet wird und wie da auch alle zuhören und alle mehr erfahren wollen und sich jetzt auf einmal auch alle richtig fortbilden und mehr herausfinden wollen über Grundregeln der Gesundheit, der Hygiene, auch natürlich der Seelenhygiene. Das finde ich total spannend. Also da habe ich jetzt auch was über Chiron gelernt. Chiron ist also nicht nur der Schutzpatron der der Evolutionsagenten, der Alternativen und der Aktivisten, sondern eben auch wirklich, meiner Meinung nach, jetzt eben auch der Ärzte. Ja, und es ist auch mal nötig, dass da hingeschaut wird, weil das war immer so, auch Gesundheitswesen läuft halt so mit. Das läuft so durch, genau. Brauchen wir jetzt nicht so ganz dringend, und jetzt zeigt sich natürlich, dass da auch ein paar Entwicklungen falsch gelaufen sind in den letzten Jahren und dass da korrigiert werden muss. So, und sag mal, Petra, wie siehst du jetzt die Rolle von Lilith in dieser ganzen Sache? Lilith ist ja nochmal eine ganz eigene Energie, also die ist ja wirklich eher so die Energie des Instinkts und der nicht konformen Heilwege oder eben auch der Frauen, der Hexen. Also was denkst du, was jetzt vielleicht Frauen auch für eine Rolle spielen können in dieser Sache? Naja, also ich denke, dass dieses Uraltwissen schon jetzt auch wieder stark angesprochen wird. Natürlich steht Chiron für alle Heiler, also ich meine jetzt für alle Heiler, die es ernst meinen, würde ich jetzt einfach sagen. Da das ist eine gute Definition, sehr gut. Und was halt doch in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ein bisschen untergegangen ist, ist einfach so ein Erfahrungswissen, wie gehe ich mit Krankheiten um, mit Seuchen um, mit Kinderkrankheiten, was kann ich da tun? Und auch das ist wieder gefragt, dass da unsere natürliche Intelligenz wieder hochkommt. Und ich kenne eine Menge ältere Leute, die relativ gelassen jetzt auch sind und sagen, naja, habe ich im Zweiten Weltkrieg auch schon erlebt. Und irgendwie, ich kann darauf auch zurückgreifen, so ein Stück weit. Das finde ich sehr wohltuend. Und eben auch, dass wir wieder so ein ganz natürliches Verhältnis dazu kriegen. Also angenommen, jemand würde jetzt den Virus bekommen. Das sind ja eher, also wenn man nicht zur Risikogruppe gehört, doch oft nicht so schwere Verläufe und dass wir dann aber natürlich zu Hause bleiben und einfach mal wieder so ein Gespür dafür entwickeln, was tut mir gut, wie muss ich mit mir umgehen, schlafen, zur Ruhe kommen, mal wirklich was auskurieren. Durch die Quarantäne werden wir ja jetzt gezwungen, wirklich eine Krankheit auszukurieren und nicht irgendwie Aspirin nehmen und weitermachen wie bisher und mal wieder wirklich Körpersignale hören. Das ist eine heilsame, wichtige Sache, und das Frauenwissen, das ist wieder gefragter denn je in solchen Situationen.
Ja, also das ist auch eine gute Definition dann von Lilith tatsächlich, die Naturkräfte, das Frauenwissen, die Ja. Instinktkräfte. Also Ja. jetzt auch an alle Männer, die zuschauen, das ist natürlich nicht nur Wissen, was nicht nur Frauen zur Verfügung steht, Nee. was aber von Frauen ganz anders eben immer weitergegeben wurde. Die Männer oder das Männliche repräsentiert ja eher so die technische, Ja. technokratische Medizin und das Weibliche oder Lilith repräsentiert in dem Fall eben Ja. Das natürliche Wissen, eben was zu tun ist. Und wenn es nur ist, dass man die Hand auflegt, dass man jemanden Wadenwickel macht, der hohes Fieber Ja, hat, sowas. dass man eben solange so ein Verlauf auch nicht lebensbedrohlich ist, kann man sie eben auch mit Hausmitteln dann arbeiten. Und das hat übrigens auch einer von den klugen, ich habe jetzt drei Podcasts, die empfehle ich euch am Ende auch noch von klugen Virologen und Ärzten. Und einer hat auch gesagt, jegliche Hausmittel, die man so kennt, zum Beispiel, wenn man so spürt, oh, ich habe einen Halskratzen, ne? Das ist ja bekannt, das Coronavirus setzt im Hals an. Jegliche Hausmittel, die man da kennt, sind erstmal gut. Ja, Ja, der ja. hat also keineswegs gesagt, ja, muss man direkt jetzt mit, ich weiß nicht was, rangehen, sondern wenn die Leute sagen, ja, Ingwertee gurgeln oder Ja. überhaupt heiße Getränke oder was sie dann auch so zur Verfügung haben, da hat er gesagt, ist erstmal alles gut, mach das so. Ja, Genau, weil es gibt ja nicht die eine Pille gegen das genau. Coronavirus, sondern ja, Das ist genau, ein also guter sehr Punkt, richtig. Petra, auf den wir jetzt hier gekommen sind. Die Botschaft von Chiron und Lilith kann tatsächlich auch sein, Leute, sagen ja auch alle Ärzte, die sagen, solange ihr jetzt nicht gerade Atemnot bekommt, bleibt bitte zu Hause und kuriert das irgendwie alleine aus. Das ist ja Ja. eigentlich auch eine ganz verrückte Botschaft. Jetzt wird mir jetzt so klar, dass Ja. Schulmediziner uns sagen, Leute, bleibt zu Hause und seht zu, dass ihr das alleine auskuriert und versucht, andere nicht anzustecken. Das ist, Ja. das spielt ja eben eigentlich den ursprünglichen Heilern auch in die Hände, die das eigentlich schon immer so gesehen haben. Ne? Total. Ja, genau. Und Da habe wie ich jetzt gerade gesagt, mal wieder Gänsehaut, Petra. ja. Das ist Ja, nee, der Hammer. die Fälle fürs Krankenhaus, das sind die wirklich okay. Das sind die Fälle dann fürs Krankenhaus, die schweren Fälle sozusagen. Aber das ist nur ein ganz geringer Prozentsatz. So, die anderen müssen sich jetzt, ja. Genau, und das andere, was für mich auch Lilith immer schon war, das habe ich auch in meinem Buch so beschrieben, für mich ist Lilith auch ein Symbol für Mutter Natur. Ja. Mutter Natur ist ja auch ganz schön wild, ne? Wir denken ja immer, oh, unsere Mutter Natur, die ist immer so gut zu uns, oh. Aber die Ja. Wahrheit ist ja, dass Mutter Natur auch, was weiß ich, Erdbeben, Naturkatastrophen, alles Mögliche für uns. Also, ne? Das ist immer, ne? Das ist schon auch eine wilde Kraft. So. Und diese Mutter Natur in Anführungsstrichen, die ist natürlich jetzt erstmal durch dieses ganze Geschehen, kriegt die jetzt eigentlich wirklich mal eine Verschnaufpause. Das ist ja Ja. auch verrückt. Total. Also habe ich auch von einem Kollegen neulich einen Vortrag gehört, der meinte auch, naja, Mutter Natur kann dieses ganze Reisen, Fliegen, diese hektische Betriebsamkeit und so weiter, ist nicht gut für sie. Und jetzt kommt ein Virus und wir müssen das runterfahren. So, Ja. also ich denke, in Venedig ist das Wasser jetzt wieder klar. Das finde ich total schön. Ja, So. genau. Und meine Freundin Annette Meisel, die übrigens auch mit dem Lagalana, die ich auch porträtiert habe in meinem Lilith-Buch und deren Laden jetzt auch natürlich geschlossen ist oder weitgehend geschlossen, die hat gesagt, Mensch, ich bin in Köln am Rhein gewesen, man hört die Vögel wieder zwitschern. Und wenn ich auf die Straße gehe, um kurz einzukaufen oder Luft zu schnappen, merke ich, dass die Luft viel, viel besser ist als sonst immer. Ich wohne ja mitten im Ehrenfeld. Und man kriegt mit, dass jetzt schon viel mehr Vögel wieder da sind. Die haben ja jetzt ein bisschen, die haben jetzt Zeit und Ruhe und werden nicht, also vielleicht kann sich die Natur spürbar erholen und vielleicht kriegen wir da ja auch Ergebnisse rein, die uns dann wieder dabei helfen, unser Umweltverhalten besser zu steuern. Das wäre ja auch Also interessant. das wäre meine große Hoffnung, dass wir nach der Krise nicht einfach bumm so weitermachen wie bisher, sondern dass dieses Innehalten dazu führt, dass wir echt ein paar Sachen anders machen danach. Also das wäre mein Wunsch auch und wäre mit dem Saturn in Wassermann auch etwas gestützt, so dass das Ja, jetzt kommt. genau. Und ich hatte ja auch in meinem Video jetzt zum Neumond vorhergesagt, dass ich damit rechne, dass bei den Zeichenwechseln Saturn in den Wassermann, dann am 31. Mars in den Wassermann und dann am 4. Venus in die Zwillinge, dass das eben, und natürlich abgesehen davon jetzt auch Sonne im Widder, Neumond im Widder, sind ja alles Energiewechsel, Ja. dass wir vielleicht mit dieser Wassermann-Betonung auch aus der Wissenschaft gute Nachrichten bekommen und überhaupt gute Nachrichten. Und eine gute Nachricht ist ja eben, das war vor 2 Wochen oder als wir letztes Mal gesprochen haben, war das noch nicht klar, immunisiert denn die Infektion überhaupt? Und das Ja.
also jetzt nachgewiesen, wer es einmal hatte, ist wirklich immun. Und die zweite gute Nachricht fand ich wirklich auch eine gute Nachricht. Und sie passt auch zum Wassermann, weil der Wassermann ist eine humanistische und gesellschaftlich orientierte Kraft, dass eben unsere Bundesregierung ein großes Hilfspaket verabschiedet hat, wirklich umfassendes, um eben jetzt die Unternehmer und die kleinen Unternehmer zu stützen. Das finde ich auch eine sehr gute Nachricht. Ja. Und die dritte ist auch, dass man jetzt wirklich klinische Tests angefangen hat mit möglichen Medikamenten, die vielleicht zumindest die Sterblichkeit senken könnten, was den Druck aus der Sache rausnehmen würde. Ja, ja. Da wissen wir natürlich noch nicht, was dabei rauskommt, aber Sie haben jetzt zumindest angefangen, es von einer rein theoretischen Überlegung hin, dass jetzt wirklich Patienten das auch verabreichen, um zu gucken, wie es damit geht. Das sind jetzt die ersten Nachrichten, die ich wirklich auch ganz tröstlich finde und wo ich eben auch denke, dass dieser jetzige Mondzyklus auch da was bringen kann. Was wir aber nicht besprochen haben, Petra, da will ich jetzt dieses Gespräch für nutzen, um dich danach auch zu fragen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn der Mars in den Wassermann geht, dann wird er ja kurz darauf, in 10 Tagen drauf, ein Quadrat zu Uranus bilden. Das finde ich ein bisschen kritisch, weil das nochmal irgendeine plötzliche Entwicklung bedeuten könnte, die da jetzt nochmal reingrätscht. Was könnte das sein, deiner Meinung nach, aus astromedizinischer Sicht? Wofür würde ein Mars-Uranus stehen? Ich glaube, da könnte man denken, überschlagen sich da nochmal die Entwicklungen, aber ich glaube, das ist einfach, es wollen ja alle, dass es neue Entwicklungen gibt und vielleicht gibt das so in diesem Entwicklungsdruck, in diesem Vorwärtsstürmen vielleicht ein paar Übereilungen, aber ich glaube, das ist, das löst sich ja auch relativ schnell dann wieder auf. Ja, das ist ein vorübergehender, deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir das hier besprechen, denn wenn das geschehen sollte und ihr alle aufregt, das ist jetzt wirklich ein vorübergehender Aspekt. Da könnte sich nochmal aber ich sehe es eher positiv, vielleicht prescht jemand mit einer neuen Erkenntnis schnell vor und dann stellt sich raus, dass die doch nicht gestimmt hat oder nicht so günstig wäre es jetzt in dem Moment wirklich, wenn Mars im Quadrat zu Uranus ist, wenn da ein Test oder ein Medikament auf den Markt geworfen würde, das würde ich ein bisschen kritisch sehen, dann könnte es sein, dass man sagt, das war zu schnell, da wäre ich vielleicht ein bisschen misstrauisch bei so Neuerungen und gucken, hält das wirklich, aber gefährlicher, das ist ja dann so eine Spannung von ein paar wenigen Tagen, ich habe ja mit meinem laienhaften Ansatz zur Astromedizin würde ich ja denken, das könnte eben auch, Mars ist ja auch unsere Immunabwehr, das könnte eben auch eine überschießende Immunabwehrreaktion sein. Das heißt, wir könnten jetzt auch noch eine heftige Heuschnupfensaison bekommen, die jetzt eventuell dann kurzfristig das Problem nochmal befeuern könnte, weil ist ja klar, wenn wir alle Heuschnupfen oder sogar Asthma haben, sind wir natürlich dann auch wieder anfällig. Das ist so ein bisschen meine Sorge, weil ich auch selber Heuschnupfen habe. Stimmt, das könnte sein, dass das so der Beginn, dass da praktisch in dem Moment alles blüht, irgendwie so, dass so ein Aufbruch kommt und dass da vielleicht die Allergiesaison richtig losgeht. Ja, das wäre möglich. Dass das dann noch so reinhaut, dass das dann so eine Kreuzgeschichte ist, weil dann auch wieder die Symptome sich überschneiden. Aber ich denke auch, es ist kurzfristig. Ich denke nur, es ist wichtig, dass wir es mal angesprochen haben. Denn sonst gibt es, finde ich, eben auch viele positive Signale. Und ich habe das auch wirklich in meinem Video vorher gesagt, das Signal in diesem Neumond-Horoskop hier mit der Venus im Stier im Trigon zu Jupiter ist ein gutes finanzielles Signal. Und das kam jetzt von der Regierung her. Das finde ich tröstlich. Und dann haben wir später, haben wir Venus, Mars die ganze Zeit im Trigon und dann später beide dann auch im guten Aspekt zu dieser Konstellation hier mit Chiron. Das finde ich auch gut. Das bedeutet, dass dann doch vielleicht meiner Meinung nach, dass wir dann doch alle mal so ein bisschen an einem Strang ziehen und dass wir auch unsere Heiler irgendwie verstehen, warum die bestimmte Sachen so machen und so sehen. Das finde ich eigentlich gut. Würde ich auch so sehen, gut. Also es gibt viele kleine Hoffnungssignale. Ja, sehe ich auch so. Gut, Petra, dann steigen wir jetzt richtig in unseren Teil mit der Astromedizin ein. Und zwar habe ich mir überlegt,
Wir haben ja jetzt eben zumindest vorübergehend jetzt erstmal so eine Art empfohlene Quarantäne und das bringt ja auch so einige Probleme mit sich. Ne? Man muss auf einmal auf die Kinder aufpassen oder die Leute, die alleine sind, haben wahrscheinlich dann jetzt Ängste, jetzt bin ich alleine und jetzt kommt keiner mehr. Mhm. Es kann vielleicht auch mit diesem Mars-Uranus-Quadrat in Familien dann eventuell auch hoch hergehen, wenn sie dann so ein bisschen eingesperrt sind auf engem Raum. Mhm. Und wir wollten uns heute mal damit beschäftigen, wie ihr damit umgehen könnt. Und der Mond, das hat halt ganz viel mit dem Mond zu tun. Weil der Mond ist einmal das nährende Prinzip, also das, was uns nährt, damit wir uns wohlfühlen können. Und hat aber auch natürlich ganz viel mit Heim und Familie zu tun. In der Astrologie gucken wir immer, was der Mond macht, wenn wir Fragen über das Zuhause oder Umziehen oder wie es da gerade so ist, gestellt bekommen. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir sollten heute mal darüber sprechen, wie können wir unsere Mondkräfte stärken, um jetzt eben mit dieser Situation, in der wir auf uns selbst und auf unser Zuhause zurückgeworfen sind, besser umgehen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, Petra und ich, wir gehen jetzt mal die Mondzeichen durch. Petra hat da bestimmt wieder tolle Ideen. Und nochmal kurz der Hinweis, wenn ihr jetzt denkt, oh Gott, wo steht denn mein Mond im Horoskop? Ich weiß ja gar nicht Bescheid. Kein Problem. Ihr könnt das auf meiner Homepage berechnen lassen, damit ihr euer Mondzeichen ermitteln könnt. Und den Link dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung auf der Infokarte. Okay, Petra, dann lass uns doch mal anfangen, wie es zum Beispiel dem Widdermond ergeht. Also gerade für den Widdermond stelle ich mir das auch schwierig vor, der braucht ja viel Action. Jetzt fallen ja auch alle so Ablenkungen weg. Also nicht mehr, dass man nicht nur zur Arbeit nicht mehr geht und nicht mehr Kindergarten, Schule und so weiter, sondern man geht auch ins Sportstudio, geht nicht mehr Kino, Veranstaltungen, es fällt ja alles weg. Ja. Das gehört eben jetzt mit dazu, zu den Sachen, auf die wir uns jetzt einstellen müssen. Okay, Petra, was würdest du jemandem mit Mond im Widder empfehlen? Also Widdermond braucht ja Action. Also klar. Und da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn die Kinder zu Hause sind, weil dann ist Action durch die Kinder irgendwie da. Wenn nicht, es geht halt darum, zum Beispiel sportliche Aktivitäten nach Hause zu verlegen. Also alle, die ein Mini-Trampolin zu Hause haben, die haben, glaube ich, eine gute Anschaffung schon gemacht. Also es gibt ja so Sportgeräte auch für zu Hause. Mini-Trampolin, Mini-Stepper oder wie gesagt, man kann sich auf YouTube, gibt es viele Videos, wo man so ein Workout zu Hause machen kann. Und das würde ich unbedingt raten, dass denn wieder nicht die Decke auf den Kopf fällt. Und außerdem, jetzt auch passend zum Neumond. Neumond ist ja super irgendwie für Ausmisten und so. Und so meine Idee war, wenn man jetzt zu Hause bleiben muss, man könnte sich ja mal die eigenen vier Wände so anschauen. Das tun Menschen mit Widdermond nicht so viel, weil die gehen raus. Ja. Und dann könnte man ja mal gucken, will ich mal umgestalten, will ich mal umräumen so vielleicht, Wohnung neu gestalten, ein paar Sachen rausschmeißen. Gut, wir können jetzt gerade nicht in den Baumarkt gehen und uns da neue Farbe kaufen, das wäre natürlich ideal. Aber einfach mal... Die Baumärkte hätten noch geöffnet. Haben die noch offen? Ach, okay. Die werden noch geöffnet. Aber gut, das müsst ihr selber gucken, da bin ich jetzt selber nicht sicher. Ich dachte, ich hätte sowas gehört, aber es ändert sich ja auch täglich im Moment. Also man kann sich aber auch im Internet was bestellen und so. Also einfach mal renovieren, umräumen, streichen, neu gestalten, also Ärmel hochgekrempelt und da was machen. Also das macht dann auch Spaß, weil wie gesagt, die Widdermonde, die gehen eher raus und kümmern sich da nicht so viel drum und das wäre jetzt mal so eine gute Zeit. Das ist eine sehr gute Idee, sehr gute Idee. Ich hatte noch so die naive Idee, vielleicht geht das ja auch, habe ich mal mit meiner Tochter spontan gemacht, wenn ihr Platz habt. Es gibt ja auch sehr gute Sportkurse im Internet, wo man einfach ein Workout-Video sich mal dann aufrufen kann und dann könnt ihr mal alle gemeinsam abzappeln dann zu Hause. Ja, super, Musik hochdrehen. Wir dürfen uns jetzt natürlich mit unseren Nachbarn auch... Ja, immer im rücksichtsvollen Rahmen, aber wir haben ja, wenn wir tagsüber Zeit haben, dürfen wir ja Lärm machen und eben. Da kann man dann eben auch mal abzappeln zusammen. Das wäre eben auch eine Variante. Genau, wenn man merkt, die Stimmung kocht hoch, einfach mal Musik hochdrehen, eine Nummer und dann mal richtig... Klar begrenzt, also es muss auch jeder natürlich zu Wort kommen.
Ist natürlich auch nicht einfach, weil jeder hat ja auch ein anderes Mondzeichen. Und ja. je nachdem, ob das zusammenpasst, muss man sich dann eben einfach auch sagen, okay, jetzt bist du dran und jetzt bist du mal dran, denke ich mir. Das müssen wir auch wieder mehr lernen, weil das wir... Das müssen wir auch wieder mehr lernen, ja, wirklich. Wir sind ja alle jetzt mittlerweile so ein bisschen vereinzelt und im sozialen Netzwerk und jetzt müssen wir auch mal wieder zusammenleben, so richtig. Und werden wir dazu gezwungen. Ist vielleicht nicht schlecht. Dann schauen wir jetzt mal auf den Stiermond. Ja, ja, der Stiermond, gut, sind natürlich alle Stiermonde dran, die jetzt irgendwie einen Balkon oder sowas haben, Balkon oder Terrasse. Oder ich habe heute, ja, oder Garten natürlich, ist ja erlaubt, allein in den Schrebergarten zu gehen, darf man ja, oder halt mit den Leuten aus dem eigenen Haushalt. Und heute habe ich schon auf Facebook geschrieben, heute ist ein Neumondtag, ist ein super Tag, um Pflanzen auszuputzen und runterzuschneiden. Mhm. Wir haben noch ein paar Stunden Sonne, also das wäre heute eine gute Aktion. Und einfach generell so naturnahe Sachen einfach machen. Das ist das eine. Dann Menschen mit Stiermond, die kochen auch ganz gerne, also vielleicht mal neue Kochrezepte ausprobieren. Gut, jetzt natürlich nicht extrem zunehmen, das wäre auch nichts, aber man auch da im Internet ist eine Fundgrube von Rezepten und Kochideen und einkaufen dürfen wir ja gehen. Wir kriegen ja auch so gut wie alles. Also da vielleicht auch mal sich gut tun, gemeinsam kochen, so. Also dann abends und so gesunde Ernährung schauen, das könnte ich mir für die Stiermonde sehr gut vorstellen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich habe ja auch einen Stiermond, ich koche auch jeden Tag für mich. Was ich auch sagen würde, die Stiermonde, die also das Glück haben, Glück oder zweifelhafte Glück, das weiß man im Moment jetzt nicht so genau, eben mit der Familie dann auch unter einem Dach zu sein, die sollten auch ruhig ein bisschen kuscheln. Für den Stiermond ist auch so Körperkontakt immer gut. Ja, total. Das, oder das man auch kann sich ja auch, wenn man die Möglichkeit hat, könnte man sich mit dem Partner mal zum Beispiel gegenseitig mal eine Massage geben. Das genau, sowas, ja. Also alles mit Berührung und das tut denen unheimlich gut. So. Gut, ne? Genau. Mhm. So, oder? Ja, und wenn natürlich ein Stiermond alleine ist, dann muss er eben auch schauen, wie er sich da was Gutes tut, eben durch für sich kochen, ne? Das zum Beispiel. Und wenn man, ich meine, man kann sich auch ein schönes Bad gönnen und sich ein schönes Cremchen eincremen und ich mache viel Yoga zum Beispiel. Ja. Das ist alles eine Art, den eigenen Körper, mit dem eigenen Körper eine gute Verbindung aufzunehmen. Ich meine, das sind natürlich jetzt können alle gebrauchen, aber die sind jetzt spezifisch dann eben geeignet für dasjenige Mondzeichen. Naja, und wenn man eben auf sich allein zurückgeworfen ist, ist es vielleicht auch mal wichtig, dass man einfach so mal hört, auf sich hört, was brauche ich eigentlich? Wie kann ich mir gut tun? Und der Stiermond ist ja auch tendenziell so ein bisschen bequem. Und der ist eben, also so eine gewisse Entschleunigung tut dem im Grunde ganz gut. Ja, mal Ruhe haben, also... Besser, der steckt das besser weg als der Widdermond. Auf jeden Fall. Der Mond kann auch mal runterschalten. Ja. Super. Ja. Dann lass uns mal beim Zwillingemond gucken. Ja gut, die Zwillinge, Zwillingemondmenschen sind ja eh schon wahrscheinlich ziemlich virtuell und die kennen sich eh schon bestens aus in allen sozialen Netzwerken, denen braucht man da nicht mehr viel zu erzählen. Ja. Was allerdings jetzt auch ganz viel kommt, sind solche Homeschooling-Sachen und vielleicht, dass die mit dem Zwillingemond jetzt nicht sich bloß irgendwie so in 1000 Internetaktionen verpuffen. Also das ist ja so eine Gefahr, sie sind in allen Netzwerken und machen da ganz viel. Und jetzt haben wir, das höre ich auch von ganz vielen Menschen, die sagen, jetzt habe ich mal Zeit zu lesen, jetzt habe ich mal Zeit, mich Dingen zu widmen, wo ich sonst nicht so Zeit habe. Und dass die Menschen mit einem Zwillingsmond oder einer Zwillingsbetonung sagen, okay, ich zersplitter mich jetzt nicht nur da in 1000 Sachen, sondern ich nehme mir wirklich mal sowas vor, was mich schon immer interessiert hat oder vielleicht so eine Sprache lernen im Internet. Da gibt es ja auch, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es tolle Angebote heute, wie man Sprache lernen kann. Stimmt. Sich sowas vielleicht mal wirklich vornehmen und die Zeit nutzen, wirklich sein Wissen zu erweitern. Und wie gesagt, dass die Angebote, die schießen gerade aus dem Boden, weil das ist ja das, was jetzt nachgefragt ist.
Ja. Und weil ja der Mond auch das nährende Prinzip ist, das heißt also, das ist etwas, für den Zwillingmond hat es gut, weil der für den das wirklich auch durchaus ein bisschen seelische Nahrung sein kann, eben sich so auszutauschen, auch digital auszutauschen. Aber der muss dann eben auch aufpassen, dass er sich da die richtige Nahrung zuführt. Also nicht eben nicht zersplittern, nicht zu viele andauernd, die dann einen dann aufregen und abends halt irgendwann auch mal wieder runterkommen, weil sonst schlafen die gar nicht mehr. Nee. Also wirklich vielleicht mal auf ein paar Sachen konzentrieren, die sie schon immer machen sollten, wo Ja. sie sagt, da habe ich ja nie Zeit dafür, weil die haben ja oft so 1000 Aktivitäten. Ja, Da ja. muss man sagen, jetzt ist die Zeit dafür und das dann eben auch machen. Und ansonsten, da Zwillinge viel im Kopf sind, also ruhig auch ein bisschen die Tipps jetzt für den Stier, das darf man als zwillingsbetonter Mensch ruhig auch mal ausprobieren, Ja. sich mal selber gut zu tun und in den Körper zu kommen. Das ist dann jetzt zwar eher so eine Gegenbewegung, aber so ab und zu mal oder auch mal kochen und nicht immer nur die schnelle Küche, was so Menschen mit Zwillingsmond auch oft an Gerne sich nicht. haben. Ja. Also ruhig auch mal das Geerdetere ein bisschen entdecken, so neben zwischen den Online-Kursen oder so. Sehr gut. Gut, kommen wir jetzt zum Krebsmond. Ja, das ist zwiespältig. Die Krebsmonde, die jetzt von ihrer Familie abgeschnitten sind, leiden natürlich sehr, während die, wo jetzt die ganze Familie einfach zu Hause ist, die finden das vielleicht schön und sagen, Mensch, endlich sind mal alle beieinander. Das hätte ich mir schon immer gewünscht oder schon lang mal gewünscht. Ja, stimmt. Und die jetzt viel mit ihren Kindern und ihrer Familie zusammen sein können, die sollen das einfach total genießen, ja, kuscheln, zusammen Spieleabende machen und sprechen und sich Nähe geben, das ist natürlich ganz toll. Die, die das jetzt leider nicht können, ich denke, so Großeltern, die jetzt von ihren Enkeln abgeschnitten sind und umgekehrt, ist natürlich schwieriger, aber da kann man, für die ist vielleicht Zeit, mal auch zu lernen, wie kann ich mich mal virtuell austauschen, so, dass vielleicht eine Großmutter, die da bis jetzt nicht ranzukriegen war, das jetzt vielleicht mal lernt, Mal ne? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann gibt es ja aber auch so alte Tugenden wie Briefe schreiben, Kärtchen schreiben, was Nettes basteln, was wir dann vielleicht an Ostern schicken oder für die Zeit danach so. Einfach solche Sachen, die völlig in Vergessenheit geraten sind, vielleicht mal wieder vorkramen oder eine Handarbeit machen, irgendwie, wer strickt heute noch einen Schal oder irgendwie sowas. ja, Also, gute Idee. so dass man sich, wenn man allein ist, sich vielleicht wieder mit solchen Sachen beschäftigt oder wie gesagt, so eine selber gemachte Osterkarte verschicken. Also das sind auch ganz liebe Sachen und da hat eigentlich so ein Krebsmond viel Spaß dran. Und ansonsten auch, wenn irgendwie Garten oder so da ist, lieben die auch sehr. Die Wohnung verschönern ist jetzt auch eine gute Zeit dafür. Ja, so, und auch Nachbarn helfen. Also mit Krebsmond, dass man eben mal überlegt, gibt es jetzt vielleicht irgendjemand, der Hilfe Ja, nicht? braucht oder Ja, so. also ich denke auch, jemand mit Mond im Krebs ist an sich jemand, der gerne hilft und wenn er sich einsam fühlt, dann kann er sich Mittel und Wege überlegen, wie er vielleicht jemand anderem helfen kann. Eben zum Beispiel vielleicht, dass man fragt, kann ich dir auch was mitbringen beim Einkaufen? Wenn man dann so eine Art von Aufgabe hat, das kann einen dann auch aus so einem Tief wieder rausholen. Und da können sich ja auch mal ganz neue Kontakte herstellen, dass ich vielleicht endlich mal mit ein paar Nachbarn rede, was ich vorher immer nicht so gemacht habe oder so. Ja. Ja, und dann und baden, ein Bad nehmen. Also das ist für Krebsmonde auch super, wenn man sagt, zum Beispiel gerade so, ich habe Angst oder so ein bisschen, ja, ich habe so ein bisschen Panik, ich fühle mich nicht wohl, ich kann nicht gut schlafen. Also dann ist ein Bad super irgendwie, so Sehr gut. abends noch. Und Sehr gut. vielleicht eine nette Serie gucken. Also das Ja, ruhig und auch auch sehr nach der runter. Krebsmund bitte auch aufpassen, was ihr euch reinzieht. Ja, lieber mal was. Empfindlich und sollte da nicht Nee, für ne, was Unpassendes, sondern eher was Aufbauendes. was für die Seele so, Ja, was ne? der Seele tut, genau. Nee, nicht zu viel sich da reinsteigern, das ist ganz wichtig, ja. Okay. Was empfehlen wir für den Löwemond? Ja, der hat es natürlich auch ein bisschen schwierig. Ja, ein bisschen. Also, Okay.
Feuerzeichen, die sind jetzt, die müssen sich jetzt echt umstellen. Ja, ja. Gern im Außen. Weil außen ist jetzt nicht so, aber Krebsmond, da ist ja, Löwemond ist ja Kreativität ein großes Thema. Ja. Und was ich auch so von Kollegen höre, ist, dass viele sagen, naja, jetzt kann ich endlich meine kreativen Projekte mal in aller Ruhe angehen. So, also ich kenne jetzt ganz viele, die setzen sich hin und schreiben, was sie schon immer schreiben wollten. So, oder wenn man irgendwie Musik macht, dass man sagt, okay, ich nutze mal den Rückzug und widme mich dem wieder mehr. So, ja. Also, dass man kreative Sachen jetzt vorbereitet. Also, weil das kommt auch jetzt mittlerweile ein bisschen zu kurz, weil wir haben so viele Aktivitäten, dass oft so was Kreatives gar nicht mehr ranreifen kann. Und jetzt haben wir mal Ferien und können mal uns hinsetzen und brainstormen und ja, sowas aus der Taufe heben. Tja, das ist auch eine gute Idee. Und ich denke mal, diejenigen unter den Löwemonden, die Kinder haben, denen wird wahrscheinlich auch was Gutes einfallen, was sie mit ihren Kids machen können. Ganz wichtig. Also jetzt ist auch wieder mal die große Zeit gekommen, die Spielekiste hochzuholen, genau. Spieleabende zu machen und sich wirklich wieder miteinander zu beschäftigen. Und das ist für einen Löwemond natürlich eine super Spielfläche. So. Ja, genau. Der hat gerne eine Spielfläche, der ist da auch kreativ. Also Löwebetonung generell, natürlich gerade Mond, weil Mond für die Kinder steht. Sind ja ohnehin auch überhaupt gute Lehrer auch. Die, also die können natürlich dann, denen fällt auch was ein, was sie da jetzt mit ihren Kids machen können oder wie sie die Situation erklären können. Da sind die jetzt ganz vorne und die können natürlich dann auch anderen Leuten Tipps geben. Ja. Also wenn ihr so einen Löwemond habt und habt gute Ideen, dann könnt ihr auch eure Freunde anrufen, anfunken, WhatsApp und so weiter und sagen, hey, braucht ihr noch Ideen, braucht ihr Hilfe? Mir ist da was eingefallen. Und natürlich werden die sich sicherlich auch daran beteiligen, witzige kleine Sachen fürs Internet zu produzieren. Ja, total. Also, warum nicht die Faschingskostüme rausholen, irgendwie sich witzig verkleiden, was spielen, aufnehmen, ins Netz stellen, so. Also muss man nicht nur ein Fasching machen, ein bisschen Theater spielen, das lieben ja Löwemonde total. Und da gibt es ja inzwischen auch sehr lustige Sachen, die da jetzt schon die Runde machen, eben nach dem Motto, fünfter Tag der Quarantäne, was machen wir da? Also, also ganz Löwekraft, sehr kreativ. Ja, also, alle anderen, also die Löwekraft in uns, würde ich jetzt mal sagen, ist dann bei der Löwemond, der ist sicherlich ein Kanal für diese Kräfte. Total, Genau. Ja, jetzt kommen wir zum Jungfraumond. Da würde ich jetzt einfach mal denken, der läuft ja jetzt irgendwie zur Hochform auf. Ja, total. Also die Jungfrau. Sachen, ja. Ja, ich glaube, die haben schon zum dritten Mal die Wohnung durchgeputzt oder irgendwie so. Also die haben jetzt mal die Chance. Also was den Jungfraumond ja quält, ist immer so unerledigte Sachen. Ja, dass man irgendwie es nie schafft, weil es so viele Verpflichtungen gibt. Und jetzt ist mal wirklich die Chance, mal das alles aufzuarbeiten, alles schön in Ordnung zu bringen und also da auch mal zur Ruhe zu kommen und dann halt, Jungfraumond interessiert sich ja auch sehr für Ernährung, körperbetonte Sachen, Gymnastik, auch Yoga, durchaus auch Massage und solche Sachen. Ja, also, dass man sich diesen Gesundheitsthemen widmet. Das einzige Problem beim Jungfraumond ist, dass der manchmal auch sich ein bisschen in Ängste reinsteigern kann. Der will immer alles ganz perfekt machen und alles hundertprozentig machen und da vielleicht auch mal runterschalten, auch mal relaxen, auch mal entspannen. Also jetzt nicht nur Hygiene und so, sondern irgendwann mal hat man das auch erledigt, ist alles getan und dann darf man sich auch einfach mal ein bisschen erden, ein bisschen entspannen, ein bisschen ferngucken und so. Das tut dem Jungfraumond auch mal gut, aus diesem dauernden Machen mal in die Ruhe zu kommen. So. Ja, und dann würde ich natürlich jetzt noch witzeln und sagen, wahrscheinlich sind die Jungfraumonde diejenigen, die auf jeden Fall genug Klopapier zu Hause haben, weil sie schon vor der Krise immer Klopapier hatten. Wahrscheinlich. Und für die Ängstlichen gibt es, wenn ihr des Englischen mächtig seid, es gibt, habe ich gerade in einem Podcast von der BBC gehört, es gibt also ein paar Engländer, die haben eine Webseite oder so kreiert, die heißt How Much Toilet Paper?
Und die haben gesagt, wir haben uns mal hingesetzt und haben wirklich mal ausgerechnet, wie viel Klopapier die Leute wirklich brauchen, weil das ist nicht nur ein deutsches Problem, es ist weltweit so ein komischer Kompensationsding, dass die Leute alle denken, wenn sie genug Klopapier haben, dann können sie die Krise überstehen. Ja. Und dann kannst du da also ausrechnen, da kannst du auch richtig Parameter eingeben, wie viele Personen, wie viele Wipes, also wie viel wischst du, ne, so. Und dann kannst du ausrechnen und dann haben die halt festgestellt, dass man eben mit der Menge von Klopapier, die die Leute sich gehortet haben, dass man damit eben wesentlich länger auskommt, als jetzt jeder denkt. Und das finde ich witzig. Das wäre so ein Tipp für ängstlichen Jungfrauenmonde. Aber das finde ich auch, das ist eben eine der vielen witzigen und irgendwo auch nützlichen Ideen, die jetzt so rausgekommen sind. So, Mensch, Leute, denkt doch mal zweimal über sowas nach. Ne? Ja, ja, klar. Das brauchen wir jetzt auch, Humor und Spaß. Ja, ne? Humor und eben aber auch wirklich mal einen, der sich hinsetzt und sagt, ich habe es mal durchgerechnet. Brauchen wir das? Ja. Ja, na klar, nee, das ist gut. Das sind diese neuen Sachen jetzt einfach, die überall kommen, ja. So, und jetzt haben wir den Waagemond. Wie siehst du das? Du bist ja selbst Sternzeichen Waage, Petra. Ja, genau, also einfach, der Waagemond liebt ja die schönen Dinge und jetzt durch die Ruhe oder unsere Zwangsferien hier ist jetzt einfach auch Ruhe, die Zeit da, sich mal sowas zu gönnen, also vielleicht einfach mal eine schöne Musik anzuhören oder mal irgendwie in einem Kunstband zu blättern, wo man vielleicht nie Zeit dazu hat oder so. Ich habe immer eine Kunstzeitschrift abonniert und ich lese die nie richtig, weil ich keine Zeit habe. So. Und dann denke ich, wow, das ist doch eigentlich schade, das würde ich gerne viel länger da mal reingucken und sowas. Und auch im Internet gibt es da natürlich viel, was man anschauen kann. Also es gibt ja jetzt Museen, da kann man, die kann man schon virtuell besuchen zum Beispiel. Ja, ja. Virtuelle Museumsbesuch, genau. Ja doch, weil die Waage, der Mond ist ja eben, was nährt mich, was brauche ich, um mich wohlzufühlen. Und da ist natürlich das Prinzip Waage, ist klar, dass man ist Schönheit und Stil wirkt geradezu nährend. Jetzt müssen wir aber natürlich auch sehen, dass natürlich auch der Waagemond sehr kontaktbedürftig ist ein Problem, wenn er natürlich sich mit einem Partner zusammen einigeln kann, das ist, findet er vielleicht auch ganz ideal, vielleicht endlich mal Zeit füreinander so und gut, da müssen wir vielleicht nicht viel erzählen, einfach sich als Paar eine schöne Zeit machen, einfach, das ist toll. Wer das natürlich nicht kann oder irgendwie räumlich getrennt von seinem Partner lebt und den jetzt nicht die ganze Zeit sehen kann, ja gut, da geht es natürlich auch darum, Wege zu finden, wie kann ich den Kontakt halten, eben auch über die Distanz. Und ich vermute mal, dass jetzt auch die ganzen Partnerbörsen gerade boomen, auch wenn man sich real nicht sehen kann. Aber ich glaube, ganz viele werden sich da wieder auf die Suche machen und bei Portalen anmelden und für die Zeit danach schon mal so Kontakte knüpfen. Das denke ich auch und das glaube ich auch wegen dieser Verbindung von Venus-Mars, die wir jetzt die nächsten Wochen haben. Ja. Irgendwie der Wunsch nach Liebe und auch nach Flirt, der wird sich auf irgendwelchen Wegen schon seinen Weg bahnen. Bei Waagemond habe ich aber auch beobachtet, Waagemond-Menschen sind unglaublich harmoniebedürftig in dem Sinne von, dass die es auch ganz schlecht ertragen können, wenn es irgendwie laut wird oder wenn sich gestört wird. Also wenn ihr wisst, dass euer Familienmitglied Waagemond ist, dann müsst ihr ein bisschen Rücksicht nehmen oder dann muss eben der Waagemond auch mal sich durchsetzen damit, dass er sagt, wir müssen hier unbedingt die Regeln der Höflichkeit einhalten. Ja, das ist ganz wichtig. Und gerade auch Menschen mit Waagemond sollten sich jetzt gerade von den aktuellen News ein bisschen filtern, also wirklich nur die Informationen holen, die sinnvoll sind, dass ich jeden Tag weiß, was passiert da draußen eigentlich. Ich meine, das sollte jeder mal irgendwie schauen. Dann ist aber auch gut. Und der Waagemond sollte sich ruhig da versuchen, ein bisschen auszuklinken oder dann eben auch Yoga oder Tai Chi oder sowas machen und dann wirklich ein Gegengewicht finden, weil das setzt dem unglaublich zu, wenn der ständig da irgendwelche Negativschlagzeilen liest. Genau. Und man muss ja auch sagen, wenn wir uns damit vollsaugen, das hilft ja auch nicht weiter. Also nee, es hilft auch nicht unbedingt weiter. Genau, also man muss wirklich gucken, wenn man merkt, so jetzt habe ich aber auch genug davon, dann muss man sich auch mal mit was anderem beschäftigen. Man muss informiert sein und das reicht einfach. Das reicht eigentlich, genau. Ja.
Ja, dann wäre ja eigentlich unser nächstes Mondzeichen so ziemlich das Gegenteil davon. Ja, das ist der Skorpionmond. Mond im Skorpion, der natürlich irgendwie auch bei der Krise irgendwie zur Hochform aufläuft, weil den Skorpion interessieren Krisen nun mal einfach. Ja, also die ist für können den da mehr eine Nahrung. Die Krise ist einfach was unglaublich Spannendes für den Skorpion. Ja, also die können da ein bisschen mehr vertragen, was so die Nachrichten angeht. Und die werden da wahrscheinlich auch intensiver bohren und sich mehr informieren und wollen es genau wissen und so. Und naja, ihr Talent ist jetzt auch so im engeren Rahmen natürlich zum Beispiel zu vermitteln und zu helfen, wenn sie merken, die Leute um sie herum haben Krisen. Oder da ist jemand vielleicht besonders ängstlich und dann ist die Aufgabe des Skorpionmondes, da tatsächlich zu unterstützen. Also entweder halt im direkten Kontakt innerhalb der Familie oder auch wenn da Krisen hochbrechen, das kann ja auch sein, dass eben Konflikte hochkommen, die eben bisschen ausgeblendet wurden, weil man eben nicht so eng aufeinander hockte. Und da sind Skorpionmonde super Krisenmanager und oder dann eben halt auch über Telefon und die ganzen Kanäle eben die Leute um sie herum unterstützen, die jetzt nicht so gut damit klarkommen, weil der Skorpionmond ist da eigentlich ein Stück weit krisenfester, weil er es spannend findet. Weil er es spannend findet, genau. Und das Einzige, was mir etwas Sorgen macht, das gilt aber nicht nur für Skorpion, das gilt für alle fixen Zeichen, das würde jetzt auch den Stier, also und zwar nicht nur die Mondzeichen, sondern auch die Sonnenzeichen, also Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann sind ja jetzt natürlich sehr angeregt, wenn der Mars dann auch in den Wassermann geht. Das heißt, die sind dann auch gefordert, jetzt sich stark zu zeigen und nicht aus persönlicher Gereiztheit heraus dann, sondern also gerade auch die Skorpione, die eigentlich ja sehr starke Aspekte haben die ganze Zeit und auch überhaupt auch jetzt schon einen guten Lauf hatten die ganze Zeit, die sollten jetzt richtig sich auf ihre Aufgabe als Krisenmanager besinnen, selbst wenn sie sich gereizt fühlen und weil sie einfach oft zu Recht denken, dass sie durchblicken und die anderen nicht. Ja, das ist die Gefahr beim Skorpion natürlich. Und oft es kann zu Recht nicht immer, aber oft stimmt es ja auch. Oft stimmt es ja. Blickt das Skorpion ja wirklich durch. Ja. Und es kann halt auch zu viel werden. Also, weil halt alle wollen jetzt irgendwie Unterstützung haben und das kann dann ein Skorpionmond dann auch manchmal vielleicht ein bisschen an die Grenze bringen. So. Ja, und dann muss er halt auch wieder lernen, sich selber gut zu tun. Also nicht nur anderen therapieren, sondern er muss natürlich auch nach sich gucken. So. Auch nach sich gucken, genau. Ja, das ist schon auch wichtig. Ja, und da ist dann für den Skorpionmond sicherlich auch oft, wenn es geht, der Rückzug dann mal ganz gut. Ja. Und wenn es nur ist, dass man sagt, so, ich bin jetzt mal im Schlafzimmer, ich mache mal jetzt für eine Stunde die Tür zu und alle einigen sich darauf, dass man dann, wenn das jemand mal braucht, das ist ja auch generell jetzt wichtig, dass man sich gleichzeitig total wichtig. Und wenn einer dann gerade mal sagt, ich kriege hier gerade den Lagerkoller, dann muss das irgendwie mal gehen, ne, dass man mal zurückziehen darf. Ne. Ja, das ist ganz wichtig, gilt für alle. Ja, gilt für alle, genau. Ja. Okay, und dann kommen wir jetzt zum Schützemond. Das ist jetzt wieder so einer, der eigentlich gerne draußen ist und viel Action hat und viel Luft braucht und Freiheit braucht. Das ist jetzt auch nicht so ganz einfach. Was wäre dein Tipp? Nee, das sind die Feuerzeichen, für die ist am schwierigsten. Ja. Naja, ich meine, der Schütze reist gern, das geht jetzt nicht. Aber es geht im Schützen ja auch um die geistige Reise. Und da gelten eigentlich ähnliche Tipps wie bei dem Zwilling im Mond. Also auch die Schützenmonde sollten die Zeit jetzt nutzen, vielleicht mal mehr auf geistige Horizonterweiterung zu setzen. Vielleicht wirklich auch mal was zu lesen, sich irgendwie mit tiefergehenden Fragestellungen beschäftigen. Meistens haben Schütze irgendwo einen Stapel Bücher liegen, zu dem sie nie kommen. Und den könnten Sie jetzt mal vorziehen, so. Und ja, die Reise geht halt jetzt gerade stärker nach innen. Und das können aber Schützen auch spannend finden. Und oder
halt sich dann eben mit anderen Ländern, muss man sich jetzt halt gerade mal virtuell beschäftigen oder vielleicht exotisch kochen. Das ist auch manchmal nicht schlecht. Also, dass man mal guckt. Ja. Stimmt, ja, gute Idee, genau. Asiatisch kochen, indisch kochen, also so, dass man sich die Welt ein bisschen nach Hause holt. Ja, durch Kochen, und wir müssen jetzt zum Teil auch sowieso kreativ kochen. Manche sagen ja auch, ich mag jetzt nicht einkaufen, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mal das koche, was da ist. Mhm. Und daraus kann man dann wieder was Neues zaubern. Da ist Schützenmond sicherlich sehr fantasievoll. Das kann ja, ich mir vorstellen. Genau, das mal ich denke auch, dass Schützenmonde auch zu denen gehören, die gut mit Kindern sind. Ja. Also denen fällt auch was ein, was wir mit den Kindern veranstalten können. Dann ist es ja auch so, dass wir jetzt ein bisschen, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind, wir dürfen ja noch, Gott sei Dank, dürfen wir ja noch vor die Tür. Ja, ja. Nur, dass wir jetzt komplett drinnen bleiben müssen. Das würde Gott sei Dank nicht. Zum Mond auch empfehlen, dass er sich schaut, dass er jetzt irgendwoher frische Luft kriegt, dass er mit genügend Abstand draußen joggen geht. Ne? Oder aufs Rad setzen, eine Runde drehen, aufs Rad setzen, ja, das Wetter schön ist. Ja, ja. So halt. Ja, und natürlich, wenn die Haustiere haben, dann sind die ja auch begeistert, wenn die ihren Hunden durch die Gegend. Und Pferd, meine Tochter hat ja ein Pferd, passt auch so ein Schützethema. Also das hat sie auch gleich studiert, also das ist auch Grundversorgung. Wer ein Pferd sitzt, also die ganzen Reitbeteiligungen, das wurde jetzt auch alles gestoppt, die müssen jetzt immer eine Weile aussetzen, aber die Pferdebesitzer dürfen schon 2 Stunden am Tag mit ihrem Pferd verbringen. Ja, also, ja gut, wichtig. Insofern haben wir es irgendwie noch gut. Ja, okay, ja klar. Wir hoffen, dass das alles so greift, damit es nicht noch strenger werden muss. Nee, und dann halt, wenn sie rausgehen, in die Natur gehen. Nicht irgendwo hin, nicht hin, wo viele andere sind, sondern irgendwo ab in den Wald und so, wo man wirklich Abstand halten kann. Ich habe auch schon so gedacht, vielleicht gibt es auch Leute, die dann Lust haben, sich in ihr Auto zu setzen. Da ist man ja eigentlich auch sicher. Und so in der Gegend rumzufahren. Ja, so, einfach irgendwo raus. Also hier in Berlin gibt es ja Natur ohne Ende. Also man muss ja hier wirklich nur... Ja, vielleicht mal ein bisschen weiter wegfahren und dann irgendwo hin, wenn man mal rumlaufen kann. Ja, genau. Du hast einen See für dich allein, also ganz schnell. Da kann man ja dann auch noch was finden vielleicht, ne? was man vorher noch nicht entdeckt hatte. Vielleicht auch in der Nähe. Also, ich finde auch, die Schützen sollten die Bewegungsfreiheit, die wir noch haben, ausnutzen. Natürlich bitte verantwortungsvoll. Die sollten eben, weil sie sonst sehr leiden unter diesem Gefühl von gesperrt sein. Genau, also vielleicht auch mal, gutes Stichwort, praktisch mal die Entdeckung vor der eigenen Haustür. Genau. Also das Paradies ist nicht immer nur im Himalaya. Ja, ganz genau. Vielleicht haben wir ja auch noch ein paar Schönheiten um die Städte rum. So. Ja, genau, ganz genau. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zum Steinbockmond. Ja, ich meine, der Steinbockmond kommt ja mit Regeln erstmal gut zurecht. Also ich glaube, die Steinbockmonde werden irgendwie sagen, okay, wenn das jetzt so sein muss, dann muss das eben jetzt so sein. Ja. Und das werden jetzt nicht so doll hinterfragen, sondern machen das einfach so. Also ich kenne auch einige Bekannte von mir, die sagen, ich mache jetzt die Steuererklärung. Das kommt mir sehr steinböckisch vor. Dass man so ganz pragmatisch ein paar Dinge abarbeitet, die jetzt halt mal irgendwie dran sind. Also das wäre auch so die Frage, gibt es auf der To-Do-Liste ein paar Dinge, die man jetzt mal daheim machen kann, irgendwie, wo man sonst vielleicht nicht so Lust drauf hat, auch der Steinbockmond nicht. Und das könnt ihr jetzt dann einfach mal tun. Und ansonsten sprechen Steinbockmonde aber auch so auf meditative Praktiken und so auch sehr gut an. Also alles, was so zentriert, fokussiert, tut denen gut. Und damit könnten sie sich jetzt vielleicht auch mal stärker beschäftigen. Genau, und ich denke, der Steinbock hat auch keine Angst vor Isolation. Das sind wahrscheinlich die Leute, die, wenn die alleine sind, kommen die Steinbockmonde noch am besten damit klar. Ja. Weil das auch so ein bisschen ein Sinnbild für die Eremitage ja ist, der Steinbockmond. Der kann sich dann da auch wie so ein, wie soll ich sagen, wie eine Pflanze, die überwintert, kann der sich dann da so in sich selbst zurückziehen und dann... Gut möglich, dass dann so jemand auch gar keine Lust hat, dann noch mit Internet und so, der ist dann zumindest für eine Weile erstmal, kann der sich ganz gut in der Abgeschiedenheit zurückziehen. Ich denke, bei einem Steinbockmond könnte es eher das Problem sein, wenn es dann zu Hause laut ist und alle durcheinander schreien und rumtrampeln und so. Das könnte dann so jemanden ein bisschen überfordern. Ja, das ist nicht so sein Ding. Da muss also man den
Ja. Ja, der muss sich dann auch mal zurückziehen dürfen ins Schlafzimmer. So. Möglicherweise wird er auch versuchen, zu Hause so ein gewisses Reglement von aufzustellen, obwohl das wäre auch so Steinbock-Sonne. So, passt auf, Leute, wir organisieren das jetzt hier generalstabsmäßig. An dem Tag kann der das machen und so weiter. Das wären dann noch so Vorschläge, dass man sich da gut organisiert. Ja, auch oft so, dass in Familien sich bestimmte Zeichen auch häufen. Bei Paaren hat man auch oft Mondzeichen, die dann miteinander in Harmonie stehen, weil die ja dann dadurch auch zusammenfinden. Dann läuft es gut. Schwierig ist es eben, wenn die Mondzeichen sehr verschiedene Bedürfnisse haben. Ja, und der Steinbockmond braucht auch so ein Stück weit seine Routine. Also angenommen, wenn der das wird ein ganz zuverlässiger Homeoffice-Arbeiter sein und der wird auch, wenn er jetzt vielleicht nicht arbeiten muss, weiterhin früh aufstehen und irgendwie, der muss so das Gefühl auch haben, dass jetzt nicht alles anders ist, sondern so gewisse Routinen sollten weiterlaufen. Das tut ihm gut. Ja, guter Hinweis. Genau, dann kommen wir jetzt wieder zu einem Mond, der ganz anders ist. Das wäre nämlich der Wassermann-Mond. Ja gut, die sind jetzt wirklich gefordert, also die Menschen mit Wassermann-Mond. Und weil da geht ja dann auch der Saturn, wird ja dann über den Wassermann-Mond gehen. Ja, irgendwann. Jetzt auch erstmal, jetzt vor allen Dingen erstmal der Mars in den nächsten 6 Wochen. Erstmal der Mars, genau. Und dann langfristig auch der Saturn. Natürlich. Und Sie können wirklich sagen, jetzt kommt die Zeit, wo ihr Einfallsreichtum, ihre Unkonventionalität ist jetzt gefragt. Und jetzt können Sie sozusagen Ihre ungewöhnlichen Ideen irgendwie auch umsetzen und sollten vielleicht mal brainstormen. Was möchte ich ändern in meinem Leben? Was möchte ich angehen? Was wollte ich schon immer mal tun und konnte nicht, ging irgendwie nicht. Und so ein bisschen, die dürfen jetzt mal so ins Visionäre ein Stück weit auch gehen und überlegen, was für Veränderungen stehen an und sich darauf ein bisschen vorbereiten. So. Aber was denkst du denn jetzt so ganz konkret, wie es dem dann so zu Hause geht? Also ich denke ja, da geht es ihm nicht gut. Das ist ja auch nicht so das beste Prinzip, um so selbstbestimmt sein zu dürfen und zu Hause sitzen zu müssen. Ne? Das fällt dir natürlich ganz schwer, diese Regulierung. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir keine Ausgangssperre bis jetzt bekommen haben. Dann dachte ich auch, passt auch zu Saturn im Wassermann. Dachte ich, Gott sei Dank, nicht Ausgangssperre, sondern einfach vernünftige Regeln. Also das fand ich sehr entlastend so. Ja. Und kein Wunder, unsere Kanzlerin hat doch den Mond im Wassermann. Ach ja, hat genau. Den Mond im Wassermann. Genau. Das hat ihr wahrscheinlich widerstrebt. Schütze-Aszendenten, doch, ich bin mir ziemlich sicher, die hat den Mond im Wassermann. Korrigiert mich, ich kann es jetzt gerade nicht nachschlagen, aber die hat den Mond im Wassermann. Die hat ja auch eine Sonne-Uranus-Konjunktion. Das widerstrebt ihr wirklich sehr. Ja. Und einzusperren. Das hat man ja auch gemerkt. Aber sie ist dann auch, also sie sagt dann, also ich kann auch mal böse werden, wenn wir das nicht machen. Dann sind wir aber auch selber schuld, wenn wir da auch eingesperrt sind. Genau, aber ich meine, das sind jetzt erstmal vernünftige Regeln. Ich finde, da kann man mit. Also das ist okay. Da kann man meckern. Ja, finde ich jetzt besser als so ein krasse Ausgangssperre. Das macht es nicht unbedingt besser, sondern ich finde, damit die Leute sich an Regeln halten, müssen sie auch vernünftig sein. So, und dann wird es viel mehr angenommen. Genau. Ich habe es gerade gefunden, das Horoskop von Angela Merkel. Sie hat den Mond im Wassermann in der Tat. Ja, also deswegen, wir haben da eigentlich die Kanzlerin auf unserer Seite, die will uns nicht einsperren. Die hat selber den Mond im Wassermann. Ja. Aber sie wird auch dann durch das durchsetzen, was ihrer Meinung nach getan werden muss. Na klar. Und der Wassermann-Mond ist eben auch wirklich gefordert, sich natürlich irgendwo seine persönliche Freiheit zu erhalten, aber eben trotzdem auch vernünftig zu sein. Und dem kann man, also ich denke, im Wassermann-Mond kann gefahrlos auch im Internet surfen, ohne Ende. Und ich erwarte mir jetzt wirklich von den Wassermann-Monden und den Wassermann-betonten Menschen die neuen Ideen. Also vielleicht ist auch gut, damit. Wenn die mal jetzt zu Hause bleiben müssen, dann sind die nicht so unruhig und nervös und getrieben wie oft, sondern können sich vielleicht wirklich mal hinsetzen und brainstormen und gucken, was kann ich anders machen. Ja. Und das ist ja gut, wenn man mal aus dem Alltag rausgerissen ist und das Unkonventionelle auch
im Kleinen anfangen, dass ich vielleicht schon bei mir zu Hause was verändere, dass ich was an meinen Gewohnheiten, an meiner Ernährung verändere. Also ja, vor den großen Veränderungen vielleicht mal die kleinen auch ausprobieren. Ja, ganz genau. Sehr guter Hinweis, Petra. Bin ich gespannt, was kommt. Ja. Auch sehr gespannt. So, und jetzt kommen wir als letztes Zeichen wie immer. Fische. Ja. Und ja, die sind ja einerseits ist das, denke ich mal, einigermaßen okay, aber andererseits sind die eben sehr, sehr empfindsam. Und wenn die dann, bei denen hängt es jetzt sehr davon ab, ob sie eine Umgebung haben, in denen sie sich, in der sie sich wohlfühlen, dann können sie das gut aushalten. Ja. Das wäre meine Idee. Aber wenn ein Fisch im Mund in der Umgebung ist, wo es, wo er sich nicht wohlfühlt, ist schwierig. Ja, ja, also die Durchlässigkeit ist halt hier ein großes Thema und gegen Rückzug haben Fischemonde eigentlich nichts. Also zum Fischemond zu sagen, du solltest jetzt daheim bleiben, okay, warum nicht? Super, dann also, kann ich schlafen und kuscheln und träumen und alles Netflix das so. Gucken und ich weiß nicht, war es alles bestens so, ne? Ja. Ja, ja, genau. Und naja, die sollten sich wirklich so daheim ein bisschen einkuscheln, ob sie jetzt allein sind oder zu zweit, aber die sollten sich auch wirklich nett machen. Das ja, ist so ähnlich wie beim Waagemond. Fernhalten von zu viel gruseligen Sachen, sage ich jetzt mal. Die sollten sich einfach auch vielleicht einmal am Tag informieren und gut ist und ruhig so ein bisschen in so eine schöne, ja, also wirklich schön machen, also mit allem drum und dran und träumen und vielleicht setzt ja auch der Rückzug dann sowas Kreatives einfach auch bei Ihnen frei. Vielleicht hinsetzen, was schreiben, ein Gedicht schreiben, sich mit Musik beschäftigen, Musik machen, malen. Ja, wichtig für eine Fischebetonung und den Fischemond. Da kann man sehr viel mit Schönes mitmachen oder eben auch Kopfhörer auf, wenn um euch rum zu viel Theater ist, einfach Kopfhörer auf und eine schöne Musik hören und ein bisschen wegdriften dann. Ne? Und wenn man jemanden mit Fischemond kennt, also das größte Geschenk ist ja eine Fußreflexzonenmassage, dass man demjenigen machen kann. So, ach, also. Ja, schön, ja, genau. Also überhaupt ist das ja gut für die Fischenergie, aber Fische im Mond, genau. Es geht ja auch darum, was braucht ihr, um euch wohlzufühlen. Ich finde es auch wichtig, zum Beispiel, dass ihr euch jetzt, wenn ihr zugehört habt, ne, ihr Lieben, meine Lieben, unsere Lieben, dass ihr euch informiert, nicht nur über euer eigenes Mondzeichen, sondern eben auch über das der Menschen, mit denen ihr jetzt zusammen seid, damit ihr eben auch so ein bisschen aufeinander Rücksicht nehmen könnt. Also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Kind Fischemond ist und kuschelt sich im Bett ein und mit seiner Musik und dann ist es irgendwie nicht angebracht, dass die Eltern andauernd in das Zimmer stürmen und sagen, ja, aber jetzt mach mal was anderes oder jetzt lern mal hier deinen Stoff für die Schule oder irgendwas. Denn wenn dann so jemand so seinen Space gefunden hat, in dem er sich wohlfühlt, sollte man das respektieren. Wenn jetzt natürlich, sagen wir mal, Widdermondkinder und Fischemondkinder unter einem Dach wohnen, dann muss man das ein bisschen zeitlich klar regeln. Dann die Widderkinder müssen dann ihre Zeit haben, wo sie die Wohnung auf den Kopf stellen dürfen. Muss es aber auch wieder eine Zeit geben, wo der kleine Fischemond dann wirklich auch mal seine Ruhe haben darf. Da müsst ihr auch als Eltern wirklich auch ein bisschen gucken, dass ihr das ein bisschen steuert mit euren Kindern. Denn wenn man da alle versucht, gleich zu schalten, das funktioniert nicht, weil eben das lehrt uns die Astrologie. Jeder ist anders, jeder hat andere Bedürfnisse. Und natürlich ist das sehr schwierig, das in so einer Zeit unter einen Hut zu kriegen. Aber wenn man es zumindest weiß, dann kann man das ja so ein bisschen steuern, ein bisschen verstehen, hier mal dem einen nachgeben, da mal den anderen machen lassen, soweit es eben möglich ist. Ich finde das ganz hilfreich, wenn man begreift, was das Kind für ein Mondzeichen hat, um dann eben auch zu verstehen, warum es in einer bestimmten Art und Weise reagiert. Ja, und auch Partner, also Paare Partner halt, dass man untereinander guckt, was braucht der andere jetzt. Ja, ne? Was braucht der andere jetzt? Denn oft ist es eben so, ja, wieso, Mama, machst du immer das und dann verstehe ich überhaupt nicht oder ne, und jetzt tu mal das. Und der eine will dann zum Beispiel, wenn die Mutter einen Jungfraumond hat, sagt ich jetzt räum doch mal endlich auf. Ja. Das Kind aber einen Fischemond hat, sagt, es versinkt es vielleicht gerade im Chaos, ist dabei aber ganz happy. Das ist, dann muss man das so ein bisschen abwägen, ob es nötig ist, da. Ja, dann braucht auch jeder seinen Space, dass man sagt, du darfst da in deinem Zimmer auch so, da darfst du ein bisschen Chaos haben, aber vielleicht im Wohnzimmer braucht Mama dann auch Ordnung, also dass da jeder auch so seine Nische irgendwie hat.
Ja, genau. Und Ja. dann man eben, ich würde auch den Familien empfehlen, wirklich eine Art Family-Meeting zu machen, einmal am Tag oder einmal in der Woche und wirklich auch darüber zu sprechen, was jeder braucht und Ja. wann vielleicht auch jeder mal zu seinem Recht kommt. Da sind wir jetzt schon gefordert. Also das ist Ja. nicht ohne, was wir Ja. da jetzt, denn wir sind ja alle so gewöhnt, dass jeder jederzeit alles machen kann, was er will. Das ist jetzt wirklich mal eine Umstellung. Und das Ja. ist natürlich auch wieder, da sehe ich jetzt auch wieder Saturn-Pluto, die Saturn-Pluto-Konjunktion am Wirken. Einfach so ein, so eine Zwangssituation, durch die wir jetzt auch gezwungen sind, uns an Regeln zu halten und das auszutarieren und zu sagen, wie können wir diese Regeln, vorher hatte jeder ziemlich viel Freiheit und jetzt eben nicht mehr so. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Das ist jetzt auch eine große Lernerfahrung für uns alle. Ja. Nee, das ist, tut uns vielleicht mal gut, weil die Familien sind ja auch so ein bisschen auseinandergefallen, so in letzter Zeit. Man ist nicht mehr so regelmäßig miteinander und Genau. jeder hat einen ganz anderen Stundenplan und sowas. Und ja, jetzt müssen wir uns mal wieder gegenseitig stärker wahrnehmen. Finde ich wichtig. Also. Finde ich auch wirklich, also es ist nicht einfach, aber es ist auch wieder mal eine besondere Chance für die Einzelnen und die Familien. Und es ist schon spannend jetzt, wirklich, wirklich spannend. Ja, Petra, Ja, dann schön. sind wir für heute durch. Schreibt uns gerne hier unter dem Video, was ihr davon haltet, ob es euch hilft, was ihr für Ideen habt. Und eine Frau hat uns geschrieben, weil wir letztes Mal erwähnt haben, Neptun hat halt auch mit den Abwehrkräften zu tun, mit dem Immunsystem, ob wir nicht mal was zum Thema Neptun machen könnten. Ja. Und Petra hat dann gesagt, das ist ein komplexes Thema, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Petra, wie sieht's aus? Wärst du bereit, dass wir auch die Neptun-Geschichte noch mal machen? Können wir gerne machen. Ja, irgendwie ein Update in ein paar Tagen oder nächste Woche oder so. Genau. Ja. Dann können wir uns damit auch nochmal beschäftigen und dann auch nochmal gucken, wie sieht es dahin aus. Genau. Und zum Schluss möchte ich euch, falls ihr eben auch an der schulmedizinischen Seite dieses ganzen Themas interessiert seid, möchte ich euch noch drei Podcasts empfehlen, denen ich im Moment folge, die ich also sehr nützlich finde. Da gibt es den Podcast Coronavirus, Doc Esser klärt auf. Das ist ein Lungenarzt hier aus Nordrhein-Westfalen. Und der gibt halt wirklich gute praktische Tipps und schätzt das wirklich von der Praxisseite her ein. Und da dürfen besorgte Bürger auch Fragen stellen. Das finde ich einen guten Medizin-Podcast. Dann jetzt schon zum Klassiker geworden, das Coronavirus-Update mit Professor Christian Drosten. Ich finde den sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man dazu hört, begreift man eben auch, wie komplex das Thema ist und dass viele, viele Ideen, die rumgeistern, auch sehr kurz gegriffen sind. Also da, wenn man dem zuhört, dann versteht man auch, womit die Wissenschaftler sich im Moment auch rumschlagen. Also finde ich, für mich was, ist es sehr aufschlussreich und ich finde auch gut, Kekules Corona-Kompass ist nochmal eine andere Meinung, ist auch Virologe. Also wer sich jetzt auch für Medizin, Biologie und diese Virologie interessiert, und das ist bei mir der Fall, ich wäre ja beinahe Biologin geworden, ich hätte beinahe Biologie studiert, mich hat das immer wahnsinnig interessiert. Ich finde die sehr, sehr spannend, sind alle sehr, sehr sachlich und tragen meiner Meinung nach auch dazu bei, dass man einfach gut informiert ist. Denn ich denke, das brauchen wir schon. Wir müssen uns auf allen Ebenen informieren. Und eben auch hier. Petra, hast du sonst auch noch einen Tipp, außer natürlich deiner eigenen Homepage, die ich jetzt auch natürlich hier noch verlinken werde? Gibt es jemanden, dem du im Moment folgst oder wo du sagen würdest, schaut euch da auch ruhig nochmal die Videos an oder den Podcast? Ach nee, ich habe jetzt keine spezielle Empfehlung. Ich schaue mich so Deine breit eigene. breit gestreut um Ja. und ja, versuche mir deine Meinung zu bilden. Genau, naja, und du bist ja auch selber sehr im Einsatz. Also du gehörst Das auch zu den auch, Leuten, die ja. nicht viel Zeit haben, sich was anzuhören, weil du dich jetzt um deine Klienten Es kümmerst. Und ist richtig was los, ja. Das kommt deswegen. dazu. Ja, deswegen Ich kann ich verlinke. manches auch nicht anschauen, was mich jetzt gerade interessieren würde, Ja, ja. das denke ich mir. Nee, das finde ich auch gut. Und da drücke ich dir auch die Daumen für deine Arbeit Dankeschön. jetzt in den nächsten Tagen und Wochen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann bei meinen weiteren Videos auch wiedersehen werden. Wir machen ein Update mit Petra und hier auch noch ein Hinweis. Ich habe auch ein Update mit Christoph Niederwieser geplant. Wir werden Ah, uns am okay. Freitag wieder treffen und Cool. weitersprechen und eure Fragen aufgreifen. Und ihr könnt auch hier für Petra und mich
Fragen und Anregungen posten und dann schauen wir mal, was wir davon im nächsten Gespräch wieder aufgreifen. Gerne. Also gerne. Ihr Lieben, in diesem Sinne, alles Gute mit den Sternen und bleibt gesund. Ja, kann ich auch nur kann ich mich nur anschließen. Ja. Und danke nochmal, Petra. Vielen, vielen gerne. Dank für deine Zeit, deine Geduld und deinen Input. Ich bin begeistert. Vielen Dank, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.